Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Worms Clan Wars. Heute mit einem aus der Janatan, der ist nämlich die Dawn. Sind da die Duschvorhänge? Wir haben, guckt euch mal gerne die Ausrüstungsgegenstände nicht an. Wir haben die Ausrüstung ein wenig verändert für das heutige Spiel. Wir haben ein paar Bewegungssachen und unendlich Clusters, ansonsten vier Sachen, mit denen man schießen kann und eine Holy. Plus Kisten und Geld natürlich, damit kann man sich aber alles kaufen. Von welchem Geld? Wer guckt da eigentlich gerade? Achso, Sepp. Ich war noch sehr überfordert, also das mit dem, wir haben andere Waffen, hat ein bisschen kam ein bisschen spät. Aber ich muss nochmal kurz klatschen. Ich habe keinen Abgang gemacht, aber ich bin am Spiel. Peter, Mensch, endlich du auch dabei. So, was machen wir denn da oben? Scheiße, Alter. Das Bett, bis ins Wasser. Vielleicht der Grüne, der da ganz alleine oben steht, ne? Ey, nicht! Nein! Boah, nein. Der Move war nicht schlecht. Moment, in welchen Farbe bin ich? Komm, so ein bisschen Laub hier. Ja, aber der Move war aber trotzdem nicht schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Hast recht. Habt ihr gesehen? Ich hab einen Bug. Du hast neue Helme. Ich hab zwei Helme an. Oh, what? Ich hab diese Taucherding und den Schnorchel an. Ach, das ist nicht einer? Gesundheit, ja, stimmt. Oh, das ist aber nicht. Alter, wie wenig Zeit haben wir denn? Das ist doch kacke. Wie immer, 30 Sekunden. Nein, nicht gut. Dann. Gutes Mega Loch. Auf, Peter. Geht schon frech. Ich wollte nicht ganz so weit werfen. Also müssen wir den Grünen schon mal da runterholen. Alter, ich hab den genau getroffen mit dieser Fickgranate. Der hat 19 Schaden bekommen. Schon bitter. Okay. Was kommt denn jetzt? Ein bisschen Feuer! Oh, Peter, komm, den vorderen, den muss aber. Oh, das war aber. Hättest du beide machen können. Ja, vielleicht, aber ich wollte erst den hinteren und dann musste ich justieren und dann hat das nicht mehr gereicht. Okay, welcher ist da? Der unten. Ach du Scheiße. Ja, weißt du, was hier abgeht? Teleporting Man ist am Start. Jetzt schon. Das hatte ich auch gerade überlegt. Oh, da ist aber ein Fass und sehr viele Minen. Ja, aber jetzt ist deine 30 Zeit Sekunden? Ja, immer 30 Sekunden. Ja, also für mich, das fühlt sich sogar noch weniger an. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich hab den Teleporter instant genommen halt, und war gucken, halt wo ich mich hinteleportiere und dann war schon 3 zu 1. Nein, wir haben nur 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ja, gut, okay. Dann ist da zu einem Fehler gekommen. Müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Muss man vorüberlegen, was man tut. Ja, das ist okay. Muss man sich nur drauf einstellen. Funktioniert das? Nee. Auf dich drauf? Ich dachte, ich kann die so hochschmeißen und währenddessen noch wegspringen, weißt du? Das war der Plan. Oh, hallo. Du bist dran. Revenge. Aber ich komme da nicht weg. Rechts ist das Feuer. Oh, scheiße, da ist Feuer. Das ist natürlich schade. Ja, dann schmeiß Granado oder so. Da müssen wir da anders weg. Nicht auf die Mineninsel. Da würde ich auch nicht hingehen. Doch, links wollte ich eigentlich hin, aber da stehst du ja direkt am Abgrund. Das ist ja Quatsch, dann sammle ich da zwei Kisten ein und ist wieder weg. Ja. Ja, explodiert da was und dann bist du tot. Aber Peter, deine Chance. Was ist denn mein erster Wurm, der oben ist? Hey, was machst du denn jetzt? Mörser? Gucken wir mal. Mörser. Okay, das wird interessant. Du bist da unter Mörser. Ah, ein bisschen Abmörser. Aua. 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 Oh nein. Naja, ist gut. Ja, ein bisschen. Oh, Feuer, da kommt Feuer! Feuer! Da hab ich jetzt nur mich getroffen. Genau. Nee. Ja, nee. Nicht ganz. 8 Schaden. 80 Schaden auf Christian noch, hab ich gesehen. Okay, I'm the man. Den einen Mörser, den wir haben, habe ich da ja gut eingesetzt. Heilen hier. Einfach Feuer des Todes? So. Nee. Go, mal ganz krass Wind von links, oh Gott. Reicht das? Ich hoffe einfach mal nicht, aber ich glaube schon. Oh Gott! Aua. Komm, geh weg da. Oh, dance, nee, alles gut. Ah, oh, geht so. Mehr cooler vorgestellt. Okay, pass auf, ich hab da eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Jetzt nicht zu nah ans Feuer. Ich finde das ein bisschen kacke, Braun. Oh Gott. Das ist mein letzter Wunsch. Was macht der denn jetzt? Was machst du denn da? What? Ich
dachte, auch da könnte ich vielleicht wieder wegspringen. Wie das denn? Du schießt doch dreimal. Ja, aber ich dachte, der geht so hoch, dass ich quasi, bis der wieder unten ist, dann die Kontrolle wieder zurück habe. So, das Problem ist, ich habe jetzt alle drei Würmer hier unten und ich habe nichts, um da rauszukommen. Ich glaube, im Jetpack wird das nicht klappen. Nee, dafür sind die zu fett. Aber du kannst auch diese Teleportkanone und Seile. Ja, aber die gibt es noch nicht, die Teleportkanone. Deswegen. All good things must come to an end. Das finde ich auch nicht gut. Oh, das könnte böse werden. Oh Gott. Autsch. Alter. Alter. Boah, das war krass. 92 ist viel. Ja, und die Kiste vor allen Dingen. Die Kiste ist das Wichtigste gewesen. Alter. Da könnte halt was Vernünftiges drin sein, ne? Ja. Stimmt. Ich meine, wir haben auch noch super lange vor Sudden Death, fällt mir gerade auf. Oh, 16 Minuten. Ja, dadurch, dass wir nur 20 Sekunden haben, sind wir. Passiert nicht so viel. Also ist man relativ schnell wieder dran, meine ich. Das stimmt, unten ist gar nicht so schlimm diesmal. Oben ist vielleicht schlimmer, weil. Ich weiß schon warum. Ach du Scheiße, ich bin am Arsch. Nee, glaube ich nicht. Oh, Wasser, Wasser, Wasser! Oh, da kam noch eine Mine vorbei. Ja, zum Glück nicht auf mich. Oh. Oh, oh nein, das ist aber scheiße. Oh, das ist aber gut, Peter. Brennt ganz schön bei mir. Schaden, ey. Boah. Nicht so viel. Schaubar. Das ist jetzt der Mürbungskick heute. Alter, was hab ich denn aufgesammelt? Wie hab ich die denn? Interesting. Das die Holi haben wir gerade freigeschaltet bekommen, falls du die echt? Und wir haben auch nur einen Napalm-Angriff. Shit! Shit! Wo ist der Junge? Achso, da. Links. War rechts? Wo geht's hin? Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, der trifft mich auch, oder? Ach du Scheiße! Nein. Okay. Okay, war schon doof. Aber war doof, ja. Du hast zwei Würmer gekillt. Ja, das war aber nicht mein Intel. Also ich wollte was anderes machen. Ja. Peter? Also ich, mir gefällt ganz gut. Ich guck gerade mir lädt gerade sehr viel. Achso. Ja, aber jetzt geht weiter. Ist fertig mit Laden. Peter, ist alles gut bei dir? Ich bin mir nicht sicher. Ready. Ich auf. Ram ist dran. Ja. Ich pass auf, wir müssen hier was machen. Ich hab eine Idee. Und ich hab nur das ein paar Sekunden. Schießt du schon wieder nach oben? Das finde ich gut. Da haben ist wir überhaupt nichts bei mir. Oh, wir haben die Holy schon. Oh, ach du Scheiße, Bram. Oh, das wäre nix. Oh, shit. Alter, kriegst du den Feuerbomben. 80, schade, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich dachte, wenn ich mich da hochgezogen hätte, das wäre cool gewesen. Was ist denn hier los? Dann hätte ich einfach fliehen können, weißt du? Alter, wie viele Kisten Peter da hat. Noch. Shit. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Kommst du da hin, Christian? Nee, ne? Ja, ich komme da. Oh! Oh, er hat noch Napalm. Oh ja. So weit fliegt das nicht, Christian. Also. Ja. Ne, es ging nur um nach links, wegen dem Wind rechts. Alter! Oh, da kommt. Holy shit! Alter. Das fand ich gut. Alter, was ist denn hier heute los? Alter, RIP. Okay. Aber richtig RIP. Die Kisten waren krass. Krass. Okay. Plupp. Was kann ich denn mit euch machen hier? Weg zu. Schieß Napalm oben. Geile Party. Ich hab keinen Napalm mehr. Was hab ich denn noch? Ein Flammenwerfer und. So einen geilen Shit. Was hab ich denn jetzt minimiert? Panik-Move! Wieso hab ich's minimiert? Flucht! Oh no! Ach, warum lässt Scheiße. Du wieder Kills bei der Holy ab? Oh nein! Und bitte lass die da unten. Sorry, Chris. Oh mein Gott, ist das Assi? 8 HP hast du nur abgesetzt. Okay. Oh, Peter, hey, das ist jetzt hier doch brutaler, als ich dachte, dadurch, dass die Holy freigeschaltet wurde. Warte mal, wo sind da die Minen? Oh, es gibt keine Minen mehr. Doch, da ist eine Mine. Ist eine Mine unter der. Die müssten da explodiert sein, oder? Also. Mit dem Napalm. Ja, die müssen. Ja, moin, sein. Und ich krieg einen Stoß. Ja, hallo? Noch mehr. Ja, besser als sowas wie Maulwurf oder so. Alter. Was? Stark. Alter, diese 20 Sekunden sind einfach so unnötig, ey.
Du sammelst zwei Kisten ein, hast nicht mal Zeit, um eine Granate zu preparen. Du musst halt dir vorher planen, was du tust. Ne? Ja, Kisten einsammeln und danach darfst du nichts mehr tun. Wir geben 100 Gesundheit. Du hättest das aber noch hinbekommen, theoretisch. Du hast ja, ich stand zu nah an der Kante. Du hättest einfach nur ein bisschen weiter hoch erzielen müssen. Ja, oder so. Aber ich wollte weit. Das so. Ist das Ding. Hast du nochmal Napalm? Ich hatte noch keinen Napalm. Sehr gut. Ah, ein bisschen Schaden. Wow, oh, wow, wenn der Wasserbeutel gleich kommt. Das ist voll gut. Okay. Ja, das ist so. Ob der mich da rausgekriegt hat. Oh, da eine Holy hin. Oh. Als ob er so weit fliegen kann. Alter! Peter wird richtig gebogen. Alter. Das tut mir auch leid. Also ich hatte eher alle im Sinn, die da unten sind. Das fand ich ja jetzt mal gut. Ich hatte eher alle im Sinn. Und der Bram da stehen geblieben ist, naja. Peter. Wir können das zusammen regeln. Christian hat dich böse angegriffen. Hallo? Oh oh. Nice. Fallschaden. Kein erst Fallschaden. Erstmal da zumindest. Was? Okay, da war zu weit. Scheiße. Okay. Du knackst gerade, okay. Peter. Ja, okay, Moment. Wie geht das denn? Weiß ich nicht. Auch nicht. Aber ich weiß. Lass dir Zeit, Sepp. 15 Sekunden. Dass ich hier einfach. Das wird dir genauso wehtun wie mir, weil das in der Mitte liegen bleibt. Ja, das glaube ich auch. Machst du trotzdem. Ja, okay. Oh! Boah, das war knapp. Jetzt musst du nur noch schneller weg, Sepp. Spring! Nicht ins Wasser! Nee. Ich weiß es nicht. Das ist einfach total dumm alles. Verstehst du? Ja. Okay, wir laden nochmal. Ja, Peter ist bestimmt am Start. Ich höre Peter auch nicht mehr. Ich höre Peter auch nicht mehr. Aber Peter hat eh nur noch einen Wurm, der gleich direkt sterben würde, also. Also ehrlich, ja. Im Zweifel ist Peter sofort letzter. Wenn er rausfliegen sollte, dann ist es dann halt gewesen, ne? Woran halt hier liegen, ist dann die Frage. Bei mir aber auch. Ja, ich weiß. Peter, du musst jetzt erwarten, bis Peter weg ist. So, weiter geht's. Peter hat uns leider verlassen. Oder ist noch da. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Ist nicht so schlimm. Wir müssen uns da gar nicht so sicher sein. So, vielleicht auf jeden Fall sagt er nichts mehr. Aus der Hölle sich nochmal melden. Oh, das könnte wild werden. Als wenn ich Christian getroffen habe. Das ist doch nicht, ey. Oh, die Flasche blockiert den Weg nach unten. Mega. Ach Mist. Jetzt laden wir wieder. Ah, oh, kann Peter wenigstens den Anstand haben, alle 4 zu drücken. So. Wer ist dran? Christian. Christian, oh scheiße. Die Reihenfolge hat sich nicht geändert. Geh auf Peter, lohnt sich. Dann ist er nämlich raus und dann können wir weiterspielen. Nee, der kann nicht auf Peter gehen, der steht links. Ich weiß. Als ob du Scheißwurm jetzt nicht da hin. Nee, lieber nicht da hoch. Okay. Na du, dann schießt du von da aus, geht auch. Nicht so weit. Oh, du, oh, du, was? Uff. Okay. Ist in die Insel angekratzt. Ja, das wäre bitter gewesen, auch wenn ich da runtergefallen wäre. Das hätte mich mehr gestört. Excelente. Ja, Peter. Stimmt, jetzt wäre Peter dran, wa? Ja. Ja, Peter ist auch dran. Nice. Kann er was tun? Ist Peter noch unter uns? Er kann spielen. Er bewegt sich auch noch. Als wenn Peter spielen kann. Also Peter hat wahrscheinlich nur so. Peter hat versucht, wahrscheinlich durch Minimieren und Maximieren die ganze Zeit Sachen zu fixen oder so. Als ob. Aber wir müssen ihn auch nicht hören, das ist okay. Naja, ist okay, wir hören Peter nicht mehr. Er fickt uns jetzt aus der Hölle. Mich zumindest. Oh, lol. Ich mach dir die Kiste kaputt. Als wenn er auf so einem Nübbel stehen bleibt. Peter, was sagst du dazu? War okay, oder? Ja. Fand er nicht so gut, ne? So. Ach, guck mal, Peter hat aufgehört zu minimieren. Sehr gut. Peter ist dabei, aber wir hören ihn nicht mehr. Vielleicht sehen wir ihn noch. Who knows, ja? Nobody knows the trouble I've seen. Da kommt die nächste Kiste, Sepp. Jetzt schnell! Gönn mir! Lol, die kannst du dir echt gönnen.
Oh, geil. Nice. Mega. Dann hast du. Eine Uzi. Geile Uzi. Kann ich Killer denn jetzt die Holy da hochwerfen? Let's try. Ja, einfach schmeißen. Die wird mich treffen. Irgendwo auch mal Münzen? Also, Waffen kaufen ist bisher auch noch nicht. Treffen. Oh, lol. Geronimo! Das war... Oh, oh mein Gott, hast du ein Glück. Das war Semi. Einfach nur... Was hat denn? Ja, war der Sound bei Peter. Ja, das war der Sound aus der Hölle. Einmal durchgeschliffen, oh der Sound. Gott. Okay, so, pass auf, über Folgendes. Wir gehen mal hier hoch, ne? Ey. Ja, sehe ich auch so. Scheiße, ich hätte auch einfach hochfliegen können. Mensch, das wäre so insane gut gewesen. Oh, nice. Oh. Als ob wir Bananen haben. Nö, seht ihr doch nicht, was wir haben. Die hat in der Kiste gehabt. Oh, als ob ich eine Uzi krieg und du kriegst eine Kackbanane. Immer noch. Ich glaub, der Wurm da unten steht immer noch, nicht. Alter. Oh, schön, was ein Spiel. Das war stark. Okay, das war wild. Boah, da sind 100 HP drin in den Medics, oder? Ja. Ja. Wir können richtig. Mal da hoch. Hui, hui, hui. So, warte mal. Hier ist doch eine Öffnung, oder? Hast du nicht auch irgendwie, Ich hab Banane. Nichts aufgenommen bisher. Ich hab einen Stupser und eine Uzi bekommen. Und Bram eine Banane. Das ist zu weit rechts und der Wind ist auch nicht günstig. Das war okay. Aber guter Versuch. Belastend. Belastend, sagt er, ja. Okay, Pillar ist dran, was macht er? Ja, er bumst mich jetzt. Ja, wie eiskalt. Will er tun? Fliegt die Sau, der wird mich runterhauen. Dann will er das machen? Ja, weiß ich nicht, mit irgendeinem Kack. Was ist denn da? Ist das wirklich der ist einfach ultra verliert. Ich glaube, das ist einfach ein Bot. Was? Als ob er da ein Geschütz hingeworfen hat, Alter. Jetzt hätte ich die Holy hinwerfen müssen. Hätte auch schon gereicht, wenn die vorhin getroffen hätte. Ach, nee, die war aber auch schwer vorhin. Jetzt ist sie aber easy. Aber jetzt könnte ich die da einfach rüberflippen. Muss ich wechseln? Nee, muss ich nicht. Wir haben noch 10 Minuten, Alter. Geil. Ah. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Diese Clustergranate ist doch einfach nur der absolute Oberschmutz. Oberschmutz, ja. Die hat nicht mal das Geschütz. Das sind Münzen! Ja, du kannst einen Bazooka kaufen. Oh, und links noch Münzen. Stimmt, aber flieg da mal hin, Bram. Was machst du denn jetzt? Ach komm! Und damit Christian bin ich die ganze Zeit immer in die Fresse schmeiß. Auf einem Mörser kommst du da aber drüber. Da kann ich ja nicht. Ich hab ja nichts mehr. Nur die scheiß Granate. Aber Mörser haben wir nicht unendlich? Nein. Ich hab nur noch die Clustergranate zum... Ach du Scheiße. Oh ja, stimmt. Ich hab die Mörser auch. Oh, und den Flammenwerfer, okay. Aber... Ist da ein bisschen weit. Ja, maximale Kistendrop-Rate hab ich auch gemacht. Ja, davon kommen ja auch echt viele. Also, so ist ja nicht. Oh, das ist ein wilder Wurf. Fuck. Das war gar nicht verkehrt. Das war nicht schlecht, ja. Bisschen weniger. Okay. Guck mal, Peter ist wieder dran. Oder der Bot. Da springt er jetzt gleich einmal links in den Tod, so wie beim Monopoly-Spielen. Ich dachte immer, wenn du die Verbindung verloren hast, dann geben die doch auf. Ja, aber ich glaube, der hat die Verbindung nicht verloren. Aber Peter ist halt noch drin. Verloren. Peter ist auch im TS, aber er ist gemutet. Der hat einfach sein Mikro nicht wieder hingekriegt. Peter, geh auf Christian oder Bram. Geh auf Bram, nein, mega. Geh auf mich. Okay, das finde ich gut. Jetzt verbinden wir uns gegen Bram. Geht nochmal die Kiste kaputt. Peter, ich verstehe dein Angebot. Ich nehme es an. Wie weit geht so ein Stupser? Nicht so weit, ne? Nee, du musst direkt daneben stehen. Ach so, wie weit du den wie stupst? Wie weit der dann fliegt? Nicht so weit. Ich sag mal, der fliegt auf dem Boden, als wenn du halt jemanden schubst. Eine Wurmreichweite. Ja, Millizentimeter. Ja. Alter, ich komme nicht mal also bis da. Du kriegst da. Die 287 nee. Nicht mit dem Stupser runtergeschmissen. Ich komme nicht mal bis 7 da. Sekunden. Nee. Deine du Mutter. Hast jetzt das Ding benutzt, ne? Nee. Ja, nimm noch schnell die Kanone. Also. Ich kann überhaupt nichts machen hier. Das ist einfach dumm. Ich bin auch noch so ein bisschen überlegen, weil ich
Theoretisch müsste ich mir Kisten. Meine Granate kann ich nicht hochwerfen, mein Feuer kann ich nicht hochwerfen, so. Ich muss mal kurz darüber. Oh, was hab ich denn da? Stark. Ja, okay, das war für. Wo ist denn der gegen geflogen? Kriegen wir noch hin, oder? Ja. Okay. Einfach mal in die Richtung so grob. Oh, das war gar nicht so grob. Oh, schade. Ach, Christian, ich komme jetzt von hinten. Ich hab's geöffnet. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was tut der Mann da? Tut ein Auto. Ich muss eigentlich den 28er loswerden. Ist ja noch wieder nicht die Kisten da unten. Ich kann nicht nach unten, weil ich komme nicht mehr nach oben. Das ist alles blöd. Hm. Dafür, dass das am Anfang so abging, ne, ist das jetzt echt belastend geworden. Das ist richtig, ja. Aber ich muss auch sagen, richtig viele von den Kisten spawnen entweder so out of reach oder fallen einfach gefühlt direkt ins Wasser. Ja. Da. Ja, wir haben unten auch schon richtig gut Bumm gemacht. Was ist denn das für ein Spawn? So, Bot ist wieder dran. Ja, der Bot erkennt aber wohl Bram als größte Gefahr. Ja, der erkennt dich nicht als Gefahr, weil der da oben... Eins. Boah. Boah, die war voll gut. Boah, der Cluster war scheiße. Das Problem ist, weißt du, dieses, die war voll gut und du triffst genau, dann machst du so 20 Schaden. Ja, aber wenn er ein bisschen da was von seinem Berg da wegmachen... Alter, was ist denn das für ein... Okay, Christian, ich komm zu dir, ja. Hört ihr mich? Ja, Peter! Ja. Ja. Spielst du noch? Ja, ich spiel noch. Bist du das? Ja, ich bin das. Okay, wir haben gedacht... Warum gehst du nicht auf den Sepp, der da recht vor dir ist? Ja, weil ich hab nur die Clustergranate, da treffe ich mich selber. Oder mein Ding. Weißt du? Oh. Das war nicht so weit. Ah, sein Berg weggemacht. Ach, jetzt weiß ich, was der vorhat. Was hatte ich denn vor? Du wolltest gar nicht mit der Granate genau treffen, sondern du wolltest mit dem Streuungsding. Ja, genau, weil die Kacke fliegt sowieso erstmal in alle Winde. Können jetzt mal oben links Kisten spawnen? Ja, Peter, da warte ich auch schon. Ich warte halt die ganze Zeit drauf. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja 10 von 10 gewesen. Als wenn ihn nicht jetzt der Magnet gekillt hat. Der drückt den Magneten weg, oder? So geil. Erst fliegt die Mine weg und ich dachte mir, was ist denn da gerade passiert? Alter, ja, die Mine konnte ich ja noch verstehen. Awesome. Was sieht denn jetzt auch, wenn ich hier... Und eine Granate hingehst? Ich weiß nicht, ob Granaten davon getangiert werden. Achso. Ja, aber war das jetzt wegen dem Stahlträger, dass der Magnet dann da rumhobbelt ist? Ja, ich glaube wegen der Kurve. Also Bram ist doch da drauf gesprungen, genau. Bram ist doch drauf gesprungen. Ja, ich wollte ja drüber einfach. Kann jetzt jemand bitte Kisten kommen, ey. So, komm, ich spiele auch mal eine Runde mit. Hä, wo ist denn dieses Eisen? Guck mal, der Bot ist schon wieder drauf. Mal gucken, wo der jetzt. Das hat er eingesammelt, oder? Ach, hab ich gar nicht. Rechts. Doch, klar, rechts. Ich habe aber zwei, ja. Doch, ich muss haben. Ganz rechts. Stahlträger. Nein, ganz rechts. Nein, ich hab keinen. Neben dem Fallschirm. Doch, hab ich wohl. Ja. Die sind links, die sind nicht ganz rechts, die Stahlträger. Nein, wir reden über die Magneten. Achso, doch, die sind ganz rechts. Ja, genau. Peter sagt dreimal, er hat keine. Ja, da hab ich verguckt. Aber ich glaube wirklich, dass die nicht gegen Granaten helfen, oder? Ich fick ich auch noch. Sieht man jetzt gleich. Du hast gesagt, du hast mein Angebot verstanden. Ja, aber du hast jetzt einen Magneten dahingelegt, oder war der für Bram? Der hilft uns beide. Das stimmt nicht, das ist gelogen. Peter. Das stimmt ja überhaupt nicht. Der Sepp ist noch der im Radius. Nur Peter. Guck mal, die geile Kanone hat nicht mal hier gebumst. Scheiße, Alter. 3 Sekunden war ja, jetzt das auch komm, zu unten, lang? Unten die Kiste. Was? Jawohl. Nice. Alter, mich selber getroffen. Das gibt's auch nicht. Ja. Alter, einmal quer über die Map Damage gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, außer da rumstehen und irgendwelche Granaten in irgendeine Richtung schmeißen. Ja, die Kisten spawnen nur da unten. Ja, ohne Witz. So. Ich habe aber leider nur einen Wurm. Also das heißt, ich kann nicht mal einen Wurm opfern, um mir die scheiß Kisten da zu holen. Sepp könnte das. Der Sepp hat noch 3. Aber welche Kisten denn? Ja, da unten die Waffen und die Geldkisten. Ja, aber das bringt mir auch nichts. Das sind gerade 2 Bazookas, die da liegen quasi. Plus eine Waffe, die du nicht weißt. Guck mal, Peter, mit dir habe ich schon nicht Angriffspakt und nur 287er Brammen kann ich gerade angreifen. Scheiß drauf. Na, dann
still halt. Aber ich glaube, Christian möchte sich gerade einen neuen Gegner machen. Jetzt kommt die Taktik. Ja, der war nicht schlecht. Ja. Als ob der mich damit tötet. Ja, sicher. Das war doch der Lucky Wurm, der immer irgendwo hängen bleibt. Ja, ist jetzt ausgeluckied. Hm. Das ist oh, das ist ja, eine Kiste. Guck mal da, Sepp hat schon wieder eine Kiste dahingelegt gekriegt. Alter. Also ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so doof, unten zu bleiben. Du hast immer noch 5,5 Minuten. Ja, ist halt wirklich so. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Ich bin gespannt, wo die hinfliegt. Aber Peter, da liegt ein Magnet, ne? Wupp. Das kann eigentlich ein Scheiße werden. Das hab ich überhaupt nicht gedacht, Scheiße. 2000 Meter. Vielleicht kommt der rechts wieder raus. Alter. Das wäre eigentlich geil, wenn man ab einer gewissen Weite rechts wieder rauskommt. Alter, das ist so dass man Magneten triggern könnte. Das wäre ja cool. Awesome. Ich habe bestimmt den neuen Wurms. Nee, den neuen jetzt Wurms hat er richtig viel. Jahre alt sind. So, Sepp, jetzt kannst du bist der Einzige, der hier mal was einsammeln kann. Waffe, Sepp, Esel. So, komm. Baseballschläger, aber ja, genau. Moin. Baseballschläger. Alter. Da kannst du Leute rausschießen. Ja, aber was mache ich von nur hier die Telefonkanone jetzt? Benutzen. Nächste Runde, meine ich natürlich. Ah, was? Hä, bei mir stehen noch zwei? Tja, hab ich dich beschissen. Was ist denn das für eine Scheiße? Reingelegt. Bei mir stehen noch zwei und dann. Oh, da wieder eine Kiste. Oh, wieder doch nicht. Okay, ja. Pass auf, also wir haben ja gerade gesehen, wie das funktioniert hat, so, ne? Heißt, ich mach jetzt einfach so. Und ganz leicht nur. Mhm. Das könnte funktionieren. Oh. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig mies. Bam, 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 bam. Artillerie. Okay, das ist eine gute Taktik. Ja, guck aber ab. Dein Magnet ist schon aus. What? Ja. Der Baum ist zwei Runden ausgegangen. Genau. So ewig hält er ja nicht. Oh. Ich habe ja zwei. Ja, wie ich puh, Mensch, hab. Was können wir denn hier machen? Krasse Nummer. Überfall? Alter. Ich glaube, ich nehme mal so ein Ding und. Wäre echt nicht cool, dass ihr euch da alle Richtung rechts orientiert. Ja, Bram, das ist mehr so Friendly Fire, was hier gerade passiert. Links drüber werfen muss ich durch die Lücke da oben. Immer sofort ein Schauer. Außerdem hat er 287 Leben. Da das ist mehr als wir beide zusammen. Das ist nicht richtig. Du bist Erster gerade, Sebastian. Hä? Ja, weil ich einen Wurm da unten hab, der gleich sowieso rot ist. Gleich. Direkt, direkt relativieren wieder. Seine eigene. Ja, nee, nur, danach darfst du nichts mehr machen. Nach dem Christian hat 10 HP weniger als ich. Weißt du, ja, ich war mit Abstand am meisten. Okay, Peter, meinst du, nee, mich affected ja, das ja nicht. Mit Abstand von 10. Nee, du mal 2 ja Sekunden war das, ne? 3 Sekunden war zu lang. Ja, und volle Mühe. Also das andere war zu wenig. Ja, mega! Ach komm, und dann explodiert die Scheiße. Ich will ja auch gar nicht hinter dem so mega Schaden, was ich werfe, nee. Nur der scheiß Stahlträger da mal weggeht. Ich will das Kisten oben links spawnen, verdammt nochmal. Da! Oh ne, unten links. Das passiert wohl nicht. Ja, Peter, du kannst da runterspringen. Ja. Vielleicht ist da ein Teleport unten drin dann. 5 Sekunden, Alter, ist lang. Ja, war ein bisschen lang. Guck mal, ich buddel mich von unten ran. Wer gönnt uns die Kisten weg. Nicht mal? Ich hab echt drüber nachgedacht, mich da jetzt einfach runter zu teleportieren. Wie kommst du wieder hoch? Also, ja, ich hab da ja Geld für einen Teleporter vielleicht gehabt. Hätte ich. Da liegen noch zwei Kisten. Hast du schon mal Münzen eingesammelt? Oh, da ist noch eine Münze. Nein, nicht. Warte, jetzt geht los. Kein Bock mehr auf Granaten schmeißen. Jetzt geht los. Oh, invaded. Bisschen höher, oder? Ja, so. So? Ja, so ist gut. So ist gut. Tschüss. Oh Gott, schieß. Nein, ich lag schon im Wasser. Das war mega, das war spät. Das erklärt auch, warum bei mir 2 Sekunden Schluss war. Das ist ja voll räudig. Ja, das ist gut. Wenn man das Ziel nicht mit der Maus machen kann, oder beziehungsweise immer nur so Abschnitten geht, ist das belastendste an diesem Spiel. Okay, du kannst mich nicht treffen, der fliegt einfach bis an Mappen Süd. Ja, das ist auch das Ziel. Achso, mich zu treffen. Wobei, bei der Waffe geht das wieder so stufenlos. Vielleicht war 5 Sekunden ein bisschen lang. Boah, nee. Geht wieder. Meinst du? Das ist so eine Theorie. Knapp. Kannst du das gleich nochmal machen mit voller Kraft?
Ja, der Magnet ist jetzt aus. Würde mich interessieren, wie weit er schmeißen kann dann. Wo ist die Kiste? Ach, wieder da unten. Alter, guck dir, was Sepp da unten alles hat, Alter. Guck dir an. Sepp müsste eigentlich voll Gas geben. Alter, eine Mine. Komm, ey. Ja, echt mal, wie viel Kohle hast du, Sepp? Jetzt hab ich 20. Jetzt 20, das sind schon zwei Bazookas. Ja, aber warte mal, was kann ich jetzt machen? Nix. Warte. Ich spring aber ins Wasser. Ja, das dauert zu lang. 20 ist immer ein Teleport. Drin. Ja. Alter, trifft ihr mich? Voll auf den Kopf. Nicht ganz. 19 Schaden. Ich hab ja einen Plan. Und langsam. Alter, ich spawnt da schon wieder was. Ich sollte hier nicht weg. Ganz ehrlich, ja. Fang da jetzt an Kisten runter zu, Sachen runter zu schmeißen. Oh, Bram kommt jetzt runter zu mir. Ja. Und dann gehen zumindest da unten die ganzen Kisten kaputt. Bist du ein Arsch? Ja. Gönnst du mir auch gar nichts. Doch, ich gönn dir das. Ich gönn dir zu sterben. Jetzt gönnt er mir auch die maximale Zeit, ey. Du bist ja, das so ist richtig. Penner. Du bist so ein Arsch, ey. Ja, so, das kriegst du wieder. Autsch. Clever Boy. Ich will jetzt wissen, was das neue Sudden Death macht. Das neue? Ja, wir haben ein anderes. Ach, wir haben ein anderes? Das wusste ich nicht. Hab ich am Anfang erst gesagt. Aber ich hab keine Ahnung, was das macht. Ist hier eigentlich klar, achso, nee, Sepp. Was war das denn? Was ist denn geschützt da zum Glück? Was ist das, Alter? War ein Regenschauer. Komm schon, Kiste für Sepp. Jawohl. Jawohl. Explodiert direkt. Ich hab mich gerade gefragt, wenn der Schütz da nicht wäre, hätte Sepp den einfach mit dem Baseballschläger wegschießen können, oder? Aber, oh, ja, oh, hätte. Oh, das wird wild. Das wird wild. Das wird nicht reichen, Sepp. Das wird nicht reichen. Nein! Das finde ich gut. Als ob. Das ist jetzt nice. Das nicht reicht. Oh, das ist, was ist denn das für ein Kack-Jetpack? Das fliegt nicht so gut wie das andere Jetpack. Ich finde geil, dass man das auf halbem Weg schon gesehen hat und durch entschieden hast, mach ich trotzdem. Ja, dann habe ich kurz überlegt, sollst du nicht machen und dann wollte ich zumindest auf den Zwischenvorsprung, aber das hat auch nicht so. Und dann durfte ich nicht mal das Leben einsammeln. Das wird jetzt echt übel für mich hier unten. Du bist belastend. Oh, nice. Oh, nice. Das ist gut. Das ist belastend. Das ist gut. Okay. Ja, komm, Peter, mach du auch mal was, ja? Ja, ich weiß nicht, was. Ja, direkt anderthalb Meter vorne steht einer. Schieß einfach den Splitter da weg. Ey, Leute, ich hätte einfach Sepp da unten so ein Geschütz reinrollen lassen können. Das wäre auch nice. Muss ich. Guck mal da, wie easy das geht für dich. Was ist denn jetzt los? Ja, der Geschütz hat reagiert, weil du dich bewegt hast. Nee, aber warum er auf mich geht? Mega smart war das einfach nur. Ja, in ein paar Zügen kriege ich dich da tot, Sepp. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Ah, da wurde gekauft. Hä? Ja, Katsching. Aus dem Wasser rausspielen. Nice. Jetzt kannst du brennen. Das hat nicht funktioniert, aber. Du musst dich da wegbrennen oder so. Schmeiß einfach jetzt. Uiuiui. Bleiben wir hier? Ich weiß es noch nicht. I don't know. Das ist ein schönes Duell zwischen den beiden. Ist das dumm? Einfach, jetzt gehst du oben. What? Oh, Peter. Nehmen wir es auf, mal. Time to shine. Oh, Bram ist bei mir. Oh, ja, auf die Fresse. What? Als ob. Als ob der einfach auf die Fresse haut. Ich stehe auf die Fresse. Ja, ich einfach auf die Fresse. Ach, dann ist der eine Runde nicht dran oder so, ne? Das ist richtig. Ja, aber dein anderer ist ja eh dran. Aber der bleibt doch wahrscheinlich paralysiert, oder? Kannst dich zweimal mit Fehler beschäftigen. Kacke. Muss so ein Ding auch? Ne, das hat man nicht von Standard messen. Ach, Peter, du müsstest eigentlich nur dein Geschütz irgendwie dazu kriegen, dass das einen Ticken runterrollt. Mach doch einfach Bram fertig. Nee, okay. Nein, das Geschütz kaputt. Ja, oh. Das ist halt die Kacke an der Sache, aber der Bram hat schon recht. Was soll ich hier die ganze Zeit einfach dumm rumstehen? Was habe ich überlebt? Das könnte übel sein für Peter. Kann sein. Hm? Dann kommst du noch hoch. Nur da hoch. Hm? Hast noch 18 hoch. Sekunden. Hm? Lass dir Zeit.
Hast noch 12 Sekunden. Ja, reicht doch. Oh, das ist nicht gut. Ja, schieß dir nach rechts. Schieß dir nach rechts. Das wird nix. Also von rechts hättest du drüber gehauen. Ja, von rechts hätte ich halt drüber gehauen, genau. Ah, Mann! Aber ich habe auch nichts was gegen dich. Was hat Death hat begonnen? Okay, und was ist das andere? Das ist irgendwie Sudden Death plus 1 hieß das. Also nicht mit der Geschwindigkeit, sondern da war noch ein Modus mit dabei. Wir haben alle ein Leben? Was ist das denn für eine rigte Scheiße? Und ich bin als letzter dran? Ich bin einfach als letzter dran? Das ist übelst dumm! Das ist übelst dumm! Das heißt dann also. Das ist voll unfair! Das ist jetzt rigged. Dann hast du die meisten Würmer und bist trotzdem gefickt. Guck mal, das war doch jetzt überhaupt kein Problem. Ich fühle deinen Ärger. Also, ich verstehe den. Ja, ich verstehe den auch. Peter, wir sollten auf Bram gehen. Danach kannst du mich auch frei machen. Hauptsache, du machst Bram weg. Das war ein Pimmel. Was passiert jetzt? Mach Bram bitte weg. Nee, dann kriegt er nicht selber Damage. Sonst ich weiß gewinnt nicht. Bram. Warte. Okay, das ist jetzt zu spät. Nein! Was hast du denn jetzt für einen Schrott gemacht? Okay, Peter. Wolltest du Bram wegmachen oder mich? Dich. Bram meine ich. Alter! Ich wollte Bram wegmachen, meine ich. Bram wollte ich wegmachen. Sepp. Geil, hab ich das jetzt gewonnen? Lass gegen Bram gehen. Ich glaube, ich hab gewonnen. Warum? Ja, schade. Ich hab kurz gehofft. Nein, nein, ich bin ja extra weggegangen. Muss jetzt einen richtig guten Wurf machen. Bram gerade den Sepp gemacht? Wieso ich? Weil du gesagt hast, du hast gewonnen. Nee, er hat sich gefragt, ob er jetzt gewonnen hat. Ja, genau. Ich habe gefragt, ob also, ich gewonnen habe. Also ja, er war schon überheblich, aber... Was heißt überheblich? Ich habe mich gefragt, ob ich dadurch gewonnen habe. Du warst schon sehr überheblich. Peter, ja, du kannst ja nicht mal richtig mitspielen. Peter, ey. Weißt du, wir hätten uns doch verbinden können. Ja, wollte ich ja auch. Ich habe mich nur versprochen. Ja, bla, du hast ihn selbst mal versprochen. Guck mal, der fliegt gut, ey. Du echt den Kopf stellt. Oh, verdammt. Aua. Ah, easy, habe ich gewonnen. Ja, toll, Sepp. Boah. Ja, das war nicht die optimalste Einstellung, gebe ich zu, aber wir hatten die eine XXXL-Folge. Wir sehen uns bald wieder, haut rein und tschüss. Tschüss.